Aufzehner Frank Thaleise, Renndirektor des Haspa Barton Hamburgs. Mona Stockhecke, kann ich nicht aussprechen. Lokalmatadorin hat Hoffnung auf WM-Quali am Sonntag in Berlin. Frank zuerst, warum bist du Wahlhamburger? Also was hat dich so viel über Hamburg attraktiert? Ich bin 2008 gefragt worden, ob ich die Leichtathletik in Hamburg ein klein wenig aufpeppen möchte. Und dem Ruf bin ich gefolgt. Die Stadt ist so schön, also bin ich geblieben. Du bist immer hier gewesen. Also wenn ich sage, Mona, nicht immer hier gewesen. Also in den USA wohnst du jetzt und auch ab und zu in Zürich. Aber jetzt bist du wieder zurück, um das Rennen anzugreifen. Wie sieht deine Chancen aus? Also für eine persönliche Bestzeit, um die WM-Norm unter zum ersten Mal 2 Stunden 30 zu laufen? Ja, also es sieht sehr gut aus von den Trainingswerten her. Von meinem Kopf sowieso, ich will ja immer alles. Aber nein, auch die Trainings, die liefen einfach sehr, sehr optimal. Eine kleine Panne beim Berliner Halbmarathon, das war halt ein Ausrutscher. Aber sonst, die Trainings liefen sehr, sehr gut. Die Verletzungsprobleme im Sommer, Hüftenprobleme, die sind alle jetzt vorbei? Ja, das konnte ich komplett in den Griff kriegen, halt durch Stabilisationstraining und Kräftigungstraining. Das ist komplett wieder weg. Keinmal gemerkt über die letzten 12 Wochen. Das ist wunder, ne? Sagen wir eine Schallmauer unter 2:30 zu laufen und dann einen Platz für London im Sommer beim Weltmeisterschaftsmarathon zu haben. Ist das also psychologisch auch eine Schallmauer? Ich möchte die 2:29 laufen und überspringe die 2:30. Das klingt zuversichtlich. Frank, wir haben immer in Hamburg interessante Elite-Verlierte. Also, was sind die Reize von Hamburg zu dieser Jahreszeit, also für Elite-Läufe? Das ist eine gute Frage. Ich wundere mich auch immer, wie Global Sports oder Jürgen van der Velden halt die Topläufer an den Start halt bekommt. Aber seit 2012 oder 2013 leben wir hier, glaube ich, so ein klein wenig von dem Mythos Eliud Kipchoge, der hier den Schreckenrekord gelaufen ist in seinem ersten Straßenrennen. Und das propagiert er halt auch in Kenia. Und jeder guckt im Moment auf Eliud. Und wenn man jetzt einfach guckt, Steven Kiprotic aus der Trainingsgruppe, Viola aus der Trainingsgruppe, das spricht sich halt schon rum. Und dazu die schönste Stadt der Welt und eine gute Organisation. Mona, am Sonntag im Rennen hast du Tempomache. Das ist gar nicht gäbe bei den City Marathons. Eine besondere Tempomacherin, das heißt Sabrina, auch genau, Mocky, kurz genannt. Ist das zugekommen, dass Mocky dir hilft? Das ist eigentlich dazu gekommen, weil ich einfach bei ihr, also ich bin letztes Jahr im Sommer ja bei Katharina Heinig beim Berlin-Halbmarathon bin ich mitgelaufen in der Gruppe und bin dann ausgestiegen, bewusst, weil ich das so wollte und habe das als sehr Schönes eigentlich gefunden. Und als ich Mocky das letzte Mal trainiert habe und immer so, ja, ich weiß noch gar nicht, was ich dann da in Hamburg mache und so, weil schnell wollte sie jetzt halt nicht laufen nach der Deutschen Meisterschaft Halbmarathon und so. Und ja, was soll ich denn da und so weiter. Dann habe ich halt Dienstag mal angefragt, du, Mocky, was hast du denn jetzt am Sonntag eigentlich vor? Läufst du da bei Jessica Augusto vorne mit oder was ist so dein Plan? Und ich weiß es eigentlich noch gar nicht. So, ja, bist du mit bei mir in der Gruppe oder so, ne? Und sie so, ja, eigentlich noch eine gute Idee und so. Und ich habe halt noch was gut bei ihr, weil ich hier halt alle, weil sie mir gerade alle meine Hamburger Rekorde abluchst, ne? Sie ist nun mal einfach ein Champ, muss man ja nun mal so sagen. Und da kann ich in Hamburg nun mal nicht mithalten. Und da habe ich sozusagen noch ein bisschen was offen und es ist ja toll, wenn wir uns irgendwie unterstützen können und wir sind halt ein Team und wir wollen auch EM 2018 als Team halt an den Europameisterschaften teilnehmen. Und das wird schön, das wird gut, glaube ich. Ja, das ist zu erwarten, dass wenn du von Teamgeist redest, also EM 2018 in Berlin, Marathon, natürlich will jede Elite-Läuferin in Deutschland dabei sein. Ja, ganz sicher, glaube ich schon. Also die Motivation bei vielen Leuten geht. Okay, ich wünsche euch, Frank und Mona, alles Gute für Sonntag in beiden Rollen. Vielen Dank. Dankeschön. Danke.